Einen schönen guten Tag, willkommen zurück mit Prinzessin Cassandra, Philipp und dem Jäger Bartholomeus. Ne, wie heißt er? Brennt? Brennt. Er ist tatsächlich Brennt. Naja, seht da. Das sind ja nicht Errungenschaften. 115 Rufpunkte ist das Maximum. Fange einen goldenen Fisch. Fange 100 Fisch. Naja, gut. Wir sammeln uns erstmal weiter durch. So, Sohn des Fischers. Wir graben. Danke für eure Hilfe. Diese Burg ist die größte, die ich je gebaut habe. Super, das ist eine schöne Burg. Du wirst schon sehen, Schwester. Eines Tages werde ich eine richtige Burg bauen. Wir werden alle darin wohnen. Die Kinder haben Spaß mit der Sandburg. Ich bin auch glücklich, obwohl meine Hände von Arbeit mit der Schaufel wehtun. Ah, ihr habt uns sehr geholfen. Ihr habt eine Belohnung verdient. Kommt bald wieder. Ich würde gerne gebackenen Fisch... Kann ich machen, indem ich Salz habe. Salt 4. Geil. Gebackener Fisch. So, sehr schön. Wir brauchen eine Angel, wir brauchen Köder. Ich hoffe, dass ich den gebackenen Fisch essen kann. Oh, da ist der goldene Fisch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich den benutzen kann. So. Ach, wir haben 30 Rufe erhalten. Oder zusammen, sagen wir es mal so. Sehr gut. Ich sehe, dass du ein gutes Herz hast. Das, dir sind die gewöhnlichen Menschen nicht egal. Die Schmugglerin entscheidet sich, uns zu helfen. Sie gibt uns eine Karte, auf der die Lage der verborgenen Insel verzeichnet ist und bringt uns sogar selbst dorthin. Ach, endlich habe ich die blöde Karte. Nach dieser Karte befindet sich die verborgene Insel in Küstennähe. Das ist seltsam. Ich habe sie noch nie auf einer Karte in der königlichen Bibliothek bemerkt. Oh, wir kommen sogar wirklich rüber. Geil. Und da sind wir. Das ist die verborgene Insel. Die Schmugglerin warnt uns, wir sollten unsere Worte gut abwägen, wenn wir zu den Einheimischen hier sprechen. Diese Menschen trauen Neuankömmlingen nicht. Viel Glück, vielleicht werdet ihr die Hilfe finden, nach der ihr sucht. Oh mein Gott. Missionen ohne Ende. Aber wir sammeln erstmal alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und dann, Alter, wie viele Missionen? Hey, ihr seid neu hier, oder? Ich bin die eine Alchemistin. Ich kann verschiedene... Oh, verschiedene Tränke machen. Gift aus Pilzen. Gift aus Giftsäcken. Oh, das kostet Geld. Naja, komm, wir nehmen uns mal zwei. Gegengift aus Pilzen. Ja, da brauche ich aber Frösche. Kann ich Frösche sammeln? Willkommen auf der Insel. Wenn ihr euch auswählt, steht euch beim Gasthaus zur Verfügung. Essen verkaufen. Oh, hier kann ich Fische verkaufen. Und Krobben. Oh, guter Mann. Willkommen in meinem Geschäft. Ich biete nur Qualitätsware. Unterhalten. Ich brauche etwas Hilfe. Seid ihr interessiert? Oh, Perlen. Ja, sehr gut. Tja, dazu müsste ich die Dinger sammeln können. Hey, habt ihr was zu essen übrig? Einmal Brot. Ja, Brot kriegen wir. Easy. Hier, mein Sohn. Danke, ich bin so dankbar. Wollt ihr zurückkehren, mein Freund? Nö, alles gut. Ach, hier kann ich Frösche sammeln. Cool. Ja. Sehr schön.
So, dann holen wir uns erstmal nochmal Fische. Die werden wir auch verkaufen. Also teilweise. So, wer bist du denn? Hallo Prinzessin Cassandra, ich bin Black Rose. Wie bitte? Kennt der Pirat mit dem seltsamen Namen uns etwa? Wie ist das möglich? Seid nicht überrascht, interessante Neuigkeiten kommen mir immer zu Ohren. Der Pirat Black Rose versichert uns, dass es hier keine Rolle spielt, woher jemand kommt. Jeder muss sich den Respekt der anderen verdienen. Wenn ihr etwas braucht, geht direkt zu unserem Kapitän Hobson. Ah, okay, da ist das Schiff. Hey, ihr! Haltet euch nicht auf dem Pier auf, wenn wir Waren entladen. Dieser Kapitän Hobson ist ziemlich sauer. Oh, wir brauchen 35. Oh, ich habe ein kleines Problem. Etwas spukt im Keller unter dem Gasthaus herum. Seit Jahren hat niemand es gewagt, dort hinunterzugehen. Der Wirt ist verzweifelt und bietet eine anständige Belohnung für denjenigen, der das Rätsel löst. Ja, Belohnung nehmen wir mal gerne. Scheiße, ich habe keine Fackel. Hey! Der Junge hat gehört, dass ein Händler auf irgendeinem Meeresgrund. Ach, endlich komme ich an die Muscheln ran. Müssen wir auch sammeln dann. Hallo? Schön, dass ihr da wart. Eine Belohnung verdient. Das ist ja fies. Das ist ja ein Arschloch. Also ich meine, wir haben es jetzt immerhin geschafft, aber er hat erstmal die Mission für uns erledigt. Na ja, gut. Wer seid ihr? Wie ich höre, ist jeder voll des Lobes für eure guten Taten. Ich erzähle Kapitän Hobson, dass ich die Prinzessin bin und dass ich unserer Stadt helfen will. Piraten könnten dann dorthin segeln und den Hafen mit ihrem Schiff befreien. Ihr wollt also, dass wir den Hafen kapern? Captain Hobson findet unsere Idee verrückt. Kein Piratenschiff ist sie auch nur in die Nähe der Stadt gekommen. Es ist zu gefährlich. Abgesehen davon ist mein Schiff im Moment nicht seetauglich. Nee, nee. Wie lief es mit Hobson? Er ist in letzter Zeit fuchsteufelswild gewesen. Black Rose erzählt uns von der schlechten Beziehung mit der Mannschaft. Viele sympathisieren mit seiner Idee, ihre Beute mit den Armen zu teilen. Captain Hobson ist jedoch dagegen. Ich denke, es ist an der Zeit, einen neuen Captain zu wählen. Höre, vielleicht machen wir ein Geschäft. Das Piratenschiff wurde beim letzten Sturm beschädigt. Wenn wir ihr dabei helfen, Material für die Reparatur zu besorgen, wird Captain Hobson unsere Idee eines Angriffs auf den Hafen in Erwägung ziehen. Naja, wie macht er das, ja? Ich habe keine Fackel hier. Ich muss wieder zurückfahren. Frösche haben wir nicht. Die Giftzähne haben wir nicht. Zutaten kaufen. Na komm, wir angeln nochmal ganz schnell alles weg. Dann können wir vielleicht auch nochmal ein paar Fische verkaufen. So, muss reichen. Ja gut, dann fahren wir erstmal wieder zurück. Und wir sind zurück. Ich hoffe, der Ausflug zur verborgenen Insel hat euch geholfen. Die Schmugglerin erlaubt uns, ihr Boot zu benutzen, wann immer wir zurück zur verborgenen Insel segeln müssen. Wir können die Reise allein handhaben. Sehr schön. Keine Ahnung, warum ich jetzt Wurzeln auf einmal sammeln kann. So, jetzt kriegt er erstmal seine Perlen. Ist ja fast makellos. Ah, sehr schön. Ah, ich habe keine Energie. So, jetzt haben wir erstmal wieder genug Energie. Ah, wir verbrauchen, glaube ich, jetzt gleich wieder die Fackel, ne? Aha. Pass auf, das ist ein Monster! Halt, du komischer Kauz! Wir treffen auf ein seltsames Wesen, ein wandelndes Skelett. Als es uns erblickt, läuft es direkt auf uns zu mit einem lauten Geschrei und gezogenen Säbel.
Ich werde jeden von euch wieder durch Piraten töten. Hey, hey, halt. Wir sind keine Piraten. Ihr seid keine Piraten? Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Das Skelett beruhigt uns, als es erfährt... Beruhigt sich, als es erfährt, dass wir keine Piraten sind. Es heißt Seger und ist selbst ein Pirat. Oder war es zumindest, als er noch lebte. Obwohl ich nicht gerade behaupten kann, dass er jetzt tot ist. Ich verstehe nicht, wie ein Skelett am Leben sein kann. Das Opfer eines Fluchs, meines eigenen Fluches. Vor vielen Jahren hatte Seger eines Tages großes Glück. Er gewann einen großen Haufen Gold in einem Kartenspiel. Danach betrank er sich mit den anderen Piraten im Gasthaus, bis er nicht mehr auf seinen eigenen zwei Beinen stehen konnte. Diese widerlichen Piraten, sie haben behauptet, meine Freunde zu sein. Segers sogenannte Freunde beschlossen, ihn auszurauben, während er betrunken war. Sie nahmen sein Gold, warfen ihn in diesen Keller und verschlossen die Tür. Ich wurde hier unten allein in der Dunkelheit gelassen. Das war furchtbar. In seiner Verzweiflung sprach Seger einen Fluch aus, dass er nicht sterben würde, bis er Rache genommen hätte. Seine Qual dauerte Monate an, bis sein Körper schließlich so geschwächt war, dass er leblos zu Boden fiel. Aber dies war nicht das Ende. Dann bin ich aufgewacht, aber ich konnte meinen Körper nicht länger spüren. Das muss eine schreckliche Erfahrung für Seger gewesen sein. Sein Durst nach Rache hat es ihm unmöglich gemacht, friedlich in die nächste Welt hinüberzuwechseln. Seither hat er diesen Keller heimgesucht, in der vergeblichen Hoffnung, eines Tages Frieden zu finden. Bitte helft mir! Seger will nicht länger Rache. Okay, außerdem sind die Schuldigen vermutlich schon sowieso schon tot. Er möchte nur noch endlich diese Welt verlassen und ewig Ruhe finden. Ich weiß, was mir helfen kann. Seger hat von einem besonderen Zaubertrank gehört, der untote Kreaturen töten kann. Damit könnte er seine verfluchte Existenz beenden. Zaubertrank. Wie kann ich behilflich sein? Als fuck. Die Alchemistin kann uns Zaubertrank verkaufen. Er ist jedoch sehr selten und sie hat nur noch eine Flasche davon. Wenn wir die wollen, müssen wir der Alchemistin einige bestimmte Zutaten bringen. Feuer, Blumen und Öl. Kann ich nicht kaufen. Feuer, Blumen und Öl. Ah, okay. Ich hole mir erstmal ganz kurz eine Fackel. So, die kostet 12. Wir gucken mal ganz kurz, was die in der Stadt kostet. Auf 12. Okay, macht also keinen Unterschied. So, dann kommen wir nicht an den letzten Fuchs ran und dann können wir den letzten Auftrag des Bauern, glaube ich, beenden. So. Der Fuchs ist tot. Ah, hilf den Bauern auf dem Bauernhof. Alle Sachen erledigt. Sehr schön. Oh, Frösche. Hier sind Eier gespawnt, okay. Kein lila Trank, kein lila Trank, keine Fackel. Ach, hier die Roots kann ich wieder sammeln. Da auch nochmal. Okay, dann gehen wir... Ja, erstmal schalten wir alles frei. Into the hole. Lila Trank und Fackel. Scheiße, mir fehlt dieser Stachel. Oh. Alter. So, aber die erste schaffe ich schon mal. Lila Trank, scheiße. So, du willst noch einmal Brot. Okay, Brot können wir easy kaufen. Gibt es noch eine neue Mission? Machen wir gleich. So, danke, ihr seid nett. Nehmt dies. Pilze. Lasst mich euch etwas erzählen, Freunde. Vergesst es ist sowieso schon verloren.
Danke, dass ihr meinem Vater geholfen habt. Der Schmuggler ist froh, dass wir uns um seinen Vater kümmerten. Oh, mir klebt die Zunge am Gaumen. Er möchte ein Bier. Gut, kaufen wir ihm den Humpen Bier. Das habe ich wirklich gebraucht. Warte einen Moment, ich werde euch ein Geheimnis verraten. Der alte Mann erzählt uns von seinem Schatz. Der Schatz existiert wirklich und er befindet sich in einer nahegelegenen Höhle. Problem ist nur, dass die Höhle eingestürzt ist und der alte Mann weiß nicht mehr, wo er ihn vergraben hat. Meint er die hier? Wir haben nichts gefunden. Wir haben nichts gefunden. Wir haben nichts gefunden, weil es nämlich unter der letzten Monsterspinne ist. Natürlich, wo soll es auch sonst sein? Hm? Gut, wir essen erstmal. Oder wir essen erstmal nicht. Kann ich denn eigentlich die Mission jetzt hier abgeben? Immer noch nicht, weil mir diese blöden Früchte fehlen. Cassandra, bist du das? Wir treffen Captain Jasons Witwe. Ihre Familie hat immer großen Respekt im gesamten Königreich genossen. Offenbar musste sie ihr Haus verlassen, das im höheren Teil der Stadt liegt. Dort ist sie sehr gefährlich. Diese Monster zerstören alles, was im Weg ist. Captain Johnsons Witwe hat zeitweise im Gasthaus gewohnt. Als sie aus ihrem Haus geflohen ist, konnte sie jedoch nur wenige Dinge mitnehmen. Sie benötigt Gold, um nicht auf der Straße schlafen zu müssen. Sie ist sogar bereit, die kostbaren Gegenstände zu verkaufen, die ihr als Erinnerung an ihren Ehemann geblieben sind. Danke, Cassandra. Captain Johnsons Witwe ist eine stolze Frau, die uns nichts schulden will. Für unsere Hilfe gibt sie uns ein seltenes Teleskop, das ihr Ehemann benutzt hat, während er auf dem königlichen Schiff diente. Okay, cool. Kleidung kaufen. Ah ja, okay. Ja, das war noch ganz weit weg. Ich fehl mir noch diese ekligen gelben Früchte. Ja, da brauche ich immer noch diese... Ja, komm, wir machen das jetzt mit der Höhle. Also, wir brauchen einmal lila Trank. Einen lila Trank. Ach, da kriege ich sogar zwei auf einmal. Naja, gut. So, jetzt können wir hier auch das letzte Mal graben. Und da ist der Schatz vom alten Captain. Natürlich. So, bitteschön. Oh, ich glaube es nicht. Das ist mein Schatz. Der alte Mann ist sehr erfreut, dass wir seinen Schatz gefunden haben. Er beginnt sofort auf der Suche nach etwas in der Truhe herumzukramen. Warte einen Moment, ich werde euch etwas geben. Der alte Mann gibt uns einen großen vergoldeten Dolch. Es heißt, das sei der Dolch des legendären Piratenkapitäns Rascal. Er ist unsere Belohnung für das Finden des Schatzes. Cool. So, Soupe können wir noch machen. Können wir nicht? Achso, weil wir zu wenig Wasser haben. So, hier sind wir durch. Achso, ja. Einmal noch Wasser mal holen. Können wir mal Suppe produzieren lassen. So, hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Hier sind wir noch nicht durch. Ah, ich brauchte doch noch irgendwas für diesen komischen Heiltrank. Zaubertrank. Nicht Heiltrank. Lila und Rot. Beeren. Ja gut, und Lila ist dann natürlich wieder hier auf dem Schiff. Auf der Insel. Ah, ich habe sogar einen Fangzahn noch. Cool. So, dann kommen auch die letzten beiden Sachen ran. Natürlich ist mein Dolch zerbrochen. Thank you.
Und hier sind wir auch durch. In die Höhle kommen wir nicht. Gut, dann müssen wir jetzt leider... Scheiße, ist mir viel zu teuer. Tja, ich glaube, wir werden nicht umherkommen. Uns jetzt die Sachen zu kaufen für den Piratenkapitän. Tja, ich kann sonst nichts machen. Nee, ich muss ihn hier machen. Oder halt den Zaubertrank. Aber ich weiß nicht, wo ich Feuerblumen herkriege. Also 5 Holz, 5 Nägel, 3x Teer. Finde ich Teer? Nee. Fünf Holz. Einmal Teer, 5x Nägel. Alter, das reicht gerade so. Scheiße. Gut gemacht. Ich muss zugeben, du bist ein sehr mutiges Mädchen, Cassandra. Black Rose unterstützt unseren Plan, den Hafen anzugreifen. Obwohl er ein Pirat ist, fühlt er sich verpflichtet, die Schwachen zu beschützen. Dieses Gefühl ist in ihm also ein Echo einer Vergangenheit, an die er sich nicht erinnert. Ich befürchte, Captain Hobson wird dir nicht helfen. Black Rose kennt Captain Hobson gut. Er ist ein alter Pirat. Er wird seinen Hals nicht riskieren, wenn kein Gold zu holen ist. Und unter seinem Kommando wird solch ein riskanter Angriff nie stattfinden. Ich bin eure einzige Chance. Black Rose weckt die Mannschaft, um einen Kapitän zu werden. Er will selbst Kapitän werden. Der größte Teil der Mannschaft steht hinter ihm, aber nach der Tradition kann nur jemand Kapitän in der 3 legendären Artefakte besitzen. Ah, ich muss dieses scheiß Ding hier um. Fuck, ich brauch diesen blauen Trank. Okay, es gibt eine einzige Mission, die ich jetzt noch machen kann. Und das ist die hier. Alter, ich brauche 20 Flachs, 15 Wolle und 5 Leder. Das ist immens viel. Ach, wir hatten hier Salz verkauft. Warst du da, oder? Ja. Scheiße. Ich muss leider... bisschen hin und her traden jetzt. Achso. Essen verkaufen. Das kann ich mir doch nie im Leben leisten. Ich habe zum Beispiel noch 19 Holz. Braucht, glaube ich, auch kein Mensch gerade. 185. Die Dinger brauche ich. Kann ich die kaufen? Oh, ich kann die kaufen. Oh, das macht es natürlich jetzt deutlich einfacher. Ich brauche 2x Öl und 5 von diesen Blumen. 1, 2, 3, 4, 5 und 2x Öl noch. Oh mein Gott, ich habe noch genau 5. Ah, und ich brauche 50. Scheiße.
Ich kann aber, glaube ich... Obwohl, du wolltest Geld dafür haben, dass du Suppe kochst, ne? Scheiße. Okay, ich muss Suppe verkaufen. Boah, jetzt ist hier wieder Trading at its best, ey. Jetzt? Ich habe keine Krebse mehr. Was kann ich denn noch verkaufen? Jetzt haben wir wieder über 50. Oh Gott, ist das ein Geschachere. Bitte sehr, großartiges Geschäft. Ja. Fragt sich bloß für wen. So, habt ihr ihn? Schnell, gebt ihn her. Warte, ich habe einen letzten Wunsch. Bevor Sega glücklicherweise stirbt, äußert er seinen letzten Wunsch. Er will, dass wir seine Gebeine im Meer versenken, in irgendeiner kleinen Bucht am Ende dieses Kellers. Natürlich. Und jetzt habe ich keine Getränke mehr. Oh Mann, ich krieg ein Kind. Das kostet alles Geld. Ach so, ich habe ja die Mission geschafft. Oh ja. Endlich. Oh, 250 Gold. Oh, ich bin beruhigt. Ich kann wieder ein bisschen Geld ausgeben. So, hier haben wir aber eine Ratte. Ja, finden wir mal einen roter Trank. Aber ich würde sagen, da gehen wir morgen weiter. So, für heute war es das erstmal. Wir machen Schluss. Kann ich ihm eigentlich auch Sachen verkaufen? Fische. Naja. Und dann gucken wir, wie es morgen weitergeht. Meine Lieben, adios, adieu. Ciao und tschö. Ne? Bis dahin.